Sonnenschutz, aber ehrlich gesagt, ihre Terrasse ist so flach und das Dach ist so hoch, wir sitzen in so einem Überhaben, dieses Raumschiff, es hat dieses übergeordnete Tragwerk. Beim Tragwerk selber, ich finde, die Ansicht kann man auch schlechter. Und ganz oben sehen wir das Gebäude vom Feld praktisch auf, wird eigentlich nur von oben und von links, jetzt auf diesem Bild, beleuchtet, beziehungsweise da kommt Licht rein, das sind die einzigen Verglasungen. Es ist Montag, es ist 5:30 hier fertig gemacht. Meine Tasche. Und ich mache mich jetzt auf den Weg in ein Gym hier um die Ecke. Bock auf eine geile Trainingseinheit außerhalb, ob wir da die Hacken Schmidt ballern oder ob wir Safety, Squat, Bar, Kniebeugen wie sonst mal ballern. Ja. Wir werden mal sehen. Mal gucken, ob ich da überhaupt filmen kann. Absolut weird, in einem Fitnessstudio generell zu filmen. Aber nein, wie auch immer, wir machen das jetzt. Alles für euch, alles für die Klicks, alles für... Was auf jeden Fall nicht fehlen darf, sind hier so zwei extra Akkus, denn das ist ein absoluter Krampf bei dieser Kamera. Die Tasche rein damit. Hier ist ein Energy am Start. Das Wichtigste dürfen wir nicht vergessen, natürlich diese Squat-Schuhe hier. Ohne die zu beugen, ist auf jeden Fall ein Krampf. Und dann fahren wir jetzt los und dann werden wir gleich sehen, was passiert. Das reparierte Auto, Leute. Schaut mal. Einfach ohne Fehlermeldung. Perfekt halt. Da sind wir auch schon. Mal gucken, was da so abgeht. Und ob wir da drin filmen dürfen. Mal schauen. Ey. So Leute, Training ist durch. Ich sitze hier im Auto. Hier sieht man das, hier vereiste Scheiben. Boah Alter, ich sag's euch, es war heute richtig viel los, es ist Montag. Und ja, deshalb habe ich jetzt nicht alles aufgenommen. Ich habe jetzt ein bisschen die Squats, habt ihr wahrscheinlich oder seht ihr, in so einer Handyaufnahme, weil da war richtig viel los. Und als ich das dann ein bisschen gelegt hat, habe ich natürlich ein paar Sachen mehr aufgenommen. Habe versucht, ein paar Eindrücke zu machen. Ist auf jeden Fall ein cooles Gym. Ist schon ziemlich geil, ist eigentlich auch um die Ecke, nur halt immer Tageskarten zu kaufen, ist halt relativ teuer. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall, jetzt fahren wir nach Hause, dann gibt es was zu essen, eine schöne Dusche. Oh, und ich glaube, ich werde mir morgen einfach frei nehmen, Ferien gönnen. Deshalb Leute, ja, ihr seht es bestimmt später, aber das Essen und so. Zum Gym zurück, gibt es jetzt hier ein bisschen Salat, so um die 100 Gramm Reis und um die 200 Gramm, beziehungsweise 250 Gramm Hähnchen mit ein bisschen Light Ketchup. Das hat meine Frau schon für mich vorbereitet. Einfach der Glückliche, einfach der mit dem richtigen Griff, Leute. Schönen Abend machen, es ist schon 10 Uhr. Wir gucken vielleicht einen Film, eine Serie oder so. Und dann ist das auch schon vorbei. Dann geht's morgen mit Tag 2. Das heißt, Montag ist abgeschlossen. Wir gucken gleich einen schönen Film oder so. Und übrigens, wenn ihr noch irgendwelche geilen Filme oder Serien habt, die ihr mir auf jeden Fall empfehlen wollt, ballert's doch gerne in die Kommentare. Was macht dieser Wäscheständer hier? Hast du Hunger? Sag mal, Blanca, hast du Hunger? Sag mal ehrlich.
ist doch noch Essen. Was willst du denn? Oh, Bro. Oh, verdammt. Nee, das ist tief umhauen. Was soll ich denn machen? Achso. Ich glaube, ich habe erraten, was ich möchte. Mit Massehuhn hier. Huhn. Huhn. Und mit Huhn. Leckerlis. Und erstmal Falle Kalis. Guck mal, Massekatze. Ja, guck mal hier, richtig gut. Aber wir nehmen hier diese Dose. Und. So, chillig. Gucken wir mal, ob ihr das feiert. Ja, chill. Nimm mal die Hand weg. Kopf. Guck mal, da kann man das nicht mal richtig hinstellen. Der hat schon jemand richtig Hunger. Also, Katze ist versorgt. Ich mache mir jetzt was zu essen. Es ist jetzt 9 Uhr. Eigentlich habe ich ja heute jetzt Bauphysik-Vorlesung. Aber ich dachte mir so, du gönnst dir mal jetzt frei, weil jetzt ist sowieso der letzte Tag. Und dann kommt die Rache. Das hat mich so fett weggeballert, irgendwie gestern das Training, dass ich heute kaum schlafen, kaum gepennt habe, irgendwie richtig scheiße gepennt habe. Und um 8 Uhr einfach so wach war. Einfach um 8 Uhr. Und deshalb gibt es jetzt was zu futtern. Gibt diesen massigen Bang Energy hier. Heute ist Dienstag. So schaut es draußen aus. Eigentlich schon. Ey, man sieht das hier auf der Kamera nicht, ne? Aber das ist alles so richtig weiß. Nennt sich das, wenn dieses so gefroren. Das ist alles noch an. Bei 7000 geht es halt einfach über die Woche. Da kann man sagen, man braucht wesentlich erhöhen oder niedrigen. Die ist psychiatrischer Betreuung. Und das hat mir dann versprochen, aber es hat auch nicht. Das hat einen guten Geschmack, das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich weiß, was du meinst, wenn du da mal angefangen hast, wirst du nicht. Ja, Autofahrt, wir können uns immer noch sehr, sehr gut unterhalten. Weiß, was. Freunde, nachdem das Frühstück jetzt durch ist, werden wir uns jetzt spontan einen kleinen Trip nach IKEA begeben, denn das sieht alles ziemlich lieblos aus. Also ihr könnt euch so vorstellen, dieses Regal, was da steht, soll eigentlich da hängen und dann sollen da zwei Regale hängen. Denn dieser ganze Kram hier steht jetzt nämlich auf dieser Kommode, das ist einfach scheiße. Und da ist die Xbox und das sieht auch scheiße aus. Und dann soll vielleicht das Regal, was da liegt, da vorne stehen. Also wie ihr seht, wir haben einiges vor. Weil so wie das hier alles ist, gefällt mir das nicht. Wenn ich dann am PC sitze, ich habe jetzt ein paar Aufnahmen geplant, schaut das alles immer aus, als wäre das hier, weiß ich nicht was. Deshalb, ich nehme euch mit. Komm mit dem Ton ein bisschen anders, weil ich nehme die ganze Kamera und das Mikrofon ab, weil man will ja nicht so krass auffallen. Von daher, so. Gleich ein bisschen nervig, denn es ist ja Winter und demnach ist es echt immer dunkel und Lampe im Dunkeln abschrauben ist natürlich scheiße, aber das Coole ist, ich habe gerade geguckt, die Verbindung zwischen den die Verbindung zwischen diesen Elektrodingern hier, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, hier, die ist echt gut gelöst, weil das ist einfach so ein Klick-Ding, du musst da nichts schrauben, gar nichts.
ein Zeitsprung. Ihr seht, ich habe eine neue Frisur, beziehungsweise ich sehe nicht mehr aus wie der letzte Penner. Und es hat sich ein bisschen was verändert. Endlich, endlich schaut das hier so aus. Ist Freiraum. Hier, Kabel gelöst. Da hängt noch das Xbox-Kabel da rechts. Also das wird demnächst hier auch weg sein. Da ließ sich das hier nicht so elegant lösen. Hier kein Müll. Und wer diese frische LED-Beleuchtung hier abchecken will, der schaut auf jeden Fall in das neueste Video mit dem Home Gym. Da habe ich das alles schon mal eingerichtet und genau deshalb ist das alles auch so ein bisschen schöner hier geworden, damit das beim Filmen besser ausschaut. Nicht immer wie so eine Pennerhöhle. Tisch ist immer noch hier voll mit Chaos, aber das lässt sich auch noch regeln. Und da hinten sieht es auch schon viel, viel besser aus. Das Wichtigste hängt natürlich immer noch hier an seinem alten Platz. Diese wunderschönen Bilder hier. Heute Morgen gab es erstmal ein Posing-Update. Seit Ewigkeiten wieder bei unter 87 war und die Form echt gut ausschaut. Wir machen ein kleines Posing-Update rein. Bin natürlich im Licht, ohne Pump, auf nüchternen Magen. So schaut das aktuell aus. Ich bin gespannt, was jetzt auch so die nächsten Wochen noch passieren wird. Also, ich meine, es ist Winter. Im Winter ist immer relativ nervig, weil im Winter tritt es immer im Pulli und nie im Gym und man hat nie einen Spiegel. Und hat den guten Pump nicht, aber ist nicht so schlimm. Ich werde mir jetzt noch was zu essen machen. Heute ist Donnerstag. Also ihr habt einen Tag Sprung gemacht. Das hat alles hier gedauert. Ich habe gar nichts aufgenommen. Ich werde heute wahrscheinlich trainieren. Boah, das letzte Beintraining und beziehungsweise das letzte Push-Training hat mich so rausgehauen. Meine Beine tun immer noch weh, Alter. Ich konnte zwei Tage nicht die Treppe runterlaufen. Wie auch immer. Jetzt gibt es ein Frühstück. Vielleicht gibt es heute noch ein Training. Vielleicht gibt es heute noch was von Statik. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was heute noch passieren wird. Ich nehme euch einfach mit und wir starten in den Tag mit den üblichen French Toast. Mal hier nach dem Training und zwar statt heute Pull an, heute statt die zweite Pull-Einheit an. So, ich trainiere immer die eine Einheit konventionelles Kreuzheben, dann gibt es einmal eine Einheit mit rumänischen Kreuzheben beispielsweise. Auf jeden Fall standen heute RDLs an, 180 4x8. Hat sich echt gut angefühlt, aktuell läuft das Training richtig gut. Ich weiß auch nicht, bin nicht großartig im Kalorienüberschuss, eigentlich nehme ich sogar ganz leicht ab. Heute Morgen war das Tiefstgewicht, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Entweder waren es 86,8 oder 86,9. Unter 87, das habe ich schon lange nicht mehr gewogen. Aber die Performance wird natürlich besser. Auch hier das Form-Update von heute Morgen. Ja, sieht gut aus, finde ich persönlich. Finde die Form gut. Natürlich ein bisschen speckig, keine Frage. Ne? Ist jetzt keine Wettkampfform. Wie auch immer. Heute ist auf jeden Fall Donnerstag, der 23. Morgen ist tatsächlich Weihnachten. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, ohne Scheiß. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich dieses Video hochlade, ob da noch was von Weihnachten mit reinkommt oder nicht. Falls nicht, dann wünsche ich euch allen jetzt schon schöne Weihnachten. Dann werdet ihr es wahrscheinlich irgendwann in der Weihnachtszeit sehen. Vielen Dank, dass ihr regelmäßig einschaltet. Die Kanalabonnenten steigen, die Abonnentenzahl steigt. Das freut mich natürlich. Teilt das mit all euren Freunden. Vielen Dank für eure ganze Aufmerksamkeit und macht euch eine schöne Zeit. Und wenn ihr irgendwie auch mal dann locker esst und sonst was, macht das eigentlich keinen großen Unterschied. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, ein schönes Fest und wir sehen uns im nächsten Vlog. Ciao.